Hä? Ich soll wieder schütteln? Warum? Ich war doch gerade bei Pikachu. Oh, was? Ein Geschenk! Hä, wie süß ist das denn? Eine ganz normale Feder, die rein gar nichts bewirkt. Prachtfeder. Aber es ist von Pikachu. Es ist so goldig. Egal, dann bewirkt sie halt nichts. Och Gott. Was ist süß, es hat mir einfach eine Feder geschenkt. Och Mann. Es ist... Ha! Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern. Möchtest du, dass ich dir etwas über die Orden erzähle? Ich weiß das ein oder andere über sie. Nein, danke schön. Du kannst mich jederzeit besuchen, wenn du mehr über die Orden erfahren willst. Ja, danke, nee. Ne, komm schon klar hier. Ah, dein letztes Pokémon war Diamant? Oh, das war auch ein super Spiel. Die Sinnoh-Region. Die Sinnoh-Region war einfach wunderschön. Ich hoffe, sie werden Diamant und Perl irgendwann remaken. Die Sinnoh-Region in so einer Pracht wiederzusehen. Wow. Das wäre richtig toll. Was habe ich gerade gefunden? Was habe ich gerade gefunden? Egal. Ich habe irgendwas Tolles gefunden. Ich habe echt nicht aufgepasst, lol. Was habe ich gerade gefunden? Egal, was haben wir hier? Hallöche. Boah. Oh, nix im Haus. Ja, wahrscheinlich. Man sieht nicht mal den Kopf. Wie hoch muss das Haus sein? Da ist einfach ein Onyx im Haus. Was ist mit euch los? Ist doch einfach so in der Küche fast. Wie das aussieht. Sonderbonbon habe ich gefunden. Geil. Was macht das Onyx? Oh mein Gott. Ich will doch Onyx nie im Haus rauslassen. Nix. Nixilein. Es heißt einfach Nixilein. Nixilein. Nix. Nix? Nein. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon-Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixilein dabei hatte. Pah! Mein Nixilein ist so gut trainiert, dass es von allein in seinen Pokéball geht, wenn wir in ein Gebäude gehen. Ne? So ein Scheiß. Ich will auch ein Onyx. Ich will auf Onyx reiten. Mann, Käsekacke. Ich will ein Onyx. Scheiße. Ich will... Oh, die Nuggetbrücke. Da gehen wir gleich hin. Aha, Polizistin. Bei den Leuten in diesem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge gehört der Täter zu Team Rocket. Um die Opfer des Einbruchs zu schützen, lasse ich hier momentan nicht mal einen Radfratz ungesehen passieren. Na denn. Hey, da ist ja schon das Team Rocket-Mitglied. Guck mal da. Huch, Schockywave. Hallöchen. Gibt's nur für Wii, oder? Was genau meinst du? Dieses Spiel hier, das ist Let's Go Pikachu und das gibt es für die Switch. Für die Wii? Mensch, 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 die Wii ist aber auch schon eine Weile her, nicht? Hab ich mit dir schon gebaut? Ja, mit dir habe ich schon gebaut. Hier war ich schon, ne? Überall. Gehen wir mal ins Pokécenter. Mensch, das ist ja das Wichtigste eigentlich, hallo? Unsere Pokés sind ja... Wer bist du denn? Er hat einen Lolli in der Hand. Das ist ein Dompteur. Willkommen im Pokécenter. Ja, erstmal fit machen hier, ne? Das hätte ich eigentlich als erstes tun sollen. Oh Mann. Tut mir leid, Pokémon. Ich lasse hier mein Team ein bisschen im Stich. Was soll das? Was? Würde ich so nicht sagen, Jennifer. Was für unnötige Konsole. Das ist doch keine unnötige Konsole gewesen. So nötig nicht. Es gibt viele gute Spiele auf der Wii. Die Wii wurde ziemlich unterschätzt auch. Und sie war mit Nintendos größte Erfolgskonsole. Also sie war sehr wichtig für Nintendo. Für, ne, marketingtechnisch so. War schon... Ich habe wieder mit dem Joy-Con geschüttelt. War schon eine wichtige Konsole an sich. Mag jeder für sich entscheiden, ne? Viele haben sie ausgelassen, viele waren damit nicht zufrieden. Aber viele haben halt auch wirklich das Potenzial der Wii nicht gesehen. Das sehe ich heute noch. Zum Beispiel interessanterweise wissen auch extrem viele nicht, dass die Wii abwärtskompatibel zur GameCube war. Zum Beispiel. Das Marketing war ein bisschen vielleicht auch doof, keine Ahnung. Die Wii war super. Sie hatte super Spiele.
Ich habe selbst auch 50 Wii-Spiele hier. Wirklich genau 50. Also, und da, darunter sind wirklich keine Gurken. Da sind wirklich ziemlich, ziemlich gute Spiele mit dabei. Deswegen, also schon, also es war schon eine gute Konsole. Die war schon nicht schlecht. Hat man dir schon vom Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf ihn. Wer würde nicht mit einer Sammlung wie der seinen prahlen wollen, ne? Das wohl war was? Shoggy Wave! Hey, vielen Dank für dein Follow. Willkommen beim Begeckerudel. Ja. Genau. War damals Mod in dem WeHack-Forum, husten. Oh, okay. Echt krass. Nicht schlecht. Was man hier so erfährt, ja. Das ist sehr interessant. Habe auch ab und zu mit dem Gedanken gespielt, meine Wii zu hacken, aber sie ist noch komplett unberührt vom Hacking her. So, ich hab. Ja. Sie ist noch so richtig. Was macht Nidorina da? Nidorina, man rammelt nicht Beine eines anderen Trainers. Bitte lasse er das sein. Dieser B. Ich habe gehört, um an seltene Pokémon ranzukommen, wird er alles tun. Alles? Da müssen wir schon auf der Hut sein. Mein Nidorina bekommt er nicht. Hey du, sag mal, möchtest du dein Radfratz gegen meins tauschen? Mein Radfratz gegen dein Radfratz. Unnötigster Tausch der Welt! Und? Ja, ich bin's doch, Mike. Mike wer? Mike dieser Mike? Ich kenne einen Mike persönlich. Bist du derjenige welche? Was? Machen. Oh, es ist ein Alola-Radfratz! Lol, tausch durch, let's go. Was? Das ist natürlich eine andere Geschichte, ne? Nein! Krass! Mike, ach was. Ja, herzlich willkommen. Das ist eine große Überraschung. Was? Ja, hi, moin. Willkommen in... Dass es dich in meinen Stream verschlagen hat. Das überrascht mich gerade. Herzlich willkommen. Ein Alola-Radfratz. Das sieht aber gar nicht mal so scheiße aus. Das hat sich doch gelohnt. Na, überrascht. Mein Radfratz stammt aus der Alola-Region. Manche Pokémon unterscheiden sich je nach Herkunftsregion in Form oder Typ, auch wenn sie derselben Art angehören. Cool, danke für deinen Radfratz. Ja, das ist natürlich nice. Ich schreibe dir jedes Mal und du antwortest nie. Wo schreibst du mir denn? Hat Radfratz ein Pornoschnauze? Oh ja, mindestens. Mindestens. Das ist ein richtig toller Pornodarsteller hier. Unser schönes Alola-Radfratz. Wo wollte ich denn jetzt hin? Hier. Außer direkt im Team. Oh ja, es war ja. Oh, ja, wir hatten Radfratz im Team, nicht? Oh. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Egal, drauf geschissen. Das Radfratz ist viel cooler. Moinsen. Ach, guck mal. Huch! Hä? Ah! Herkunft, Link-Tausch! Ne? Link-Tausch. Alles klar. Nickt oft ein Originaltrainer. Barbarat. Was? Barbarat? The fuck. Alles klar. Gut, haben wir jetzt einen Alola-Radfratz bei uns. Es kann dieselben Attacken, oder? Es ist das identische Radfratz zu unserem, ne? Das ist interessant. Ah, was ist mit mir und dem Tausch? Ja, eben. Genau. Weil aus einem Link-Tausch erhalten, ne? Verstehst du? Alles klar. Okay, gehen wir. Ne, komm, können wir auch mal wieder speichern, ne? Ist auch schon eine Weile her. Spiel speichern. Jawohl. So. Geil. Ja, weiter. Nein, ich wollte mit dem Dompteur reden. Moment. Ich will nochmal rein. Alter. Bin einmal weg, komm wieder und auf einmal geht's um Pornos. Ja, Noritius, so ist das, ne? Wenn du weg bist, unterhalten wir uns um solche Sachen. Gut, Warte. Insta, da wollte ich dich auch was fragen, wegen Pokémon auch.
Insta. Oh, da gucke ich so selten in Nachrichten rein. Ei, am besten zu erreichen bin ich auf Twitter. Und auf meinem Discord-Server, tatsächlich. Ei, caramba. Kam Misty nach Rocco? Wie war das nochmal richtig? Ja, jetzt kommt gleich Misty. So, Domteur, was ist da los mit dir? Oh, dein Pikachu sieht aber äußerst vielversprechend aus. Was soll das bedeuten? Das bekommst du nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu erlernen, die ich erschaffen habe. Was? Möchtest du, dass ich ihm eine meiner fantastischen Attacken beibringe? Okay. Britzelturbo, was? Was denn das? Muss ich dafür eine Attacke verlernen? Britzelturbo? Gab es die Attacke? Was ist denn das für eine Attacke? Pikachu versucht, Britzelturbo zu erlernen. Was zur Hölle? Was soll das denn sein? Britzelturbo. Ja, kann ich bitte erfahren, was das ist? Ein stürmischer Blitzangriff? Mit hoher Erstschlag- und Volltrefferquote. Ja, moin, Alter, ist ja voll OP. Ist klar. Stärke 50, alles klar. Ja, dann weg mit dem Rubenschlag, oder? Britzelturbo, Alter, was ist alle los? Ja, moin. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinen Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Na denn, Britzelturbo. Na, hallo? Es gibt zwei Arten von Angriffsattacken, physische und spezial... weiß ich schon. Ja, komm. Oh, hi. Wenn du mit Freunden tauschst, kannst du eine Vielzahl verschiedener Pokémon-Arten erhalten. Außerdem steigen mehr tauschhaltende Pokémon schneller im Level auf. Alles klar. Noch schneller, weißt du? Oh Gott, das Alola-Radfratz wird alle überholen! Nidorina ist ganz entspannt und macht es sich bequem. Ja, so muss das sein, ne? Huch! Gut, gehen wir wieder raus. Twitter, beste Seite, ist halt so. Danke, Link, direkt für den Link-Post. Dankeschön, Dankeschön, so muss das. Okay, was für eine Existenzberechtigung hat diese Overpower-Attacke? Ich weiß es nicht, gar keine. Vor allem müsste ich mit der Attacke jetzt Misty auch eindeutig wegrasieren. Gehen wir mal in die Arena. Ist Misty schon da? Im Original war sie, glaube ich, noch nicht da. Wir mussten, glaube ich, erst zum Azubi-Cup hoch. Ne? Ja, was? Danke dir, Gecko, für diesen überaus chilligen Samstag. Immer wieder gerne. Freut mich sehr, wenn's so chillig hier ist. Freut mich zu hören. Immer wieder gerne. Was? Warum bin ich jetzt wieder hier drin? Bin ich bescheuert oder was? Ich wollte doch in die Arena gehen. Habe ich das Pokécenter gerade ernsthaft mit der Arena verwechselt? Bin ich bescheuert? Alles klar. Hier ist die Arena, Freunde. Ein geiles Hallenschwimmbad. Auch geil. Leute. Und Misty da vorne. Warum steht sie nicht im Bikini da? Das wäre passender. Das wäre einfach passender, ja? Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Warum redest du mich wieder an? Gibt es also noch... Es gibt weitere Voraussetzungen. Hm? Kennst du Misty, die Arenaleiterin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Kenne ich. Deshalb darf ich... Oh, atmen. Ach so. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arenaleiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Was wir zu diesem Zeitpunkt schon längst haben. Ich meine, hallo? Wie lange streamst du noch? Keine Ahnung. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung. Na, ich wusste es. Du hast es schon... Du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Aber vorlesen wird immer dümmer. Ich verlese mich immer öfter. Dann hält dich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Warum ist Können groß geschrieben? Gib alles! Also, ich gehe jetzt davon aus, dass in dem Fall in jeder Arena irgendeine Voraussetzung erfüllt sein muss, bevor man antreten darf. Was die Sache dann natürlich einfacher macht gegenüber den Arena-Kämpfen. Das ist natürlich... Ja gut, kommt auf die Sachen drauf an. Ist ein bisschen... Schaut euch mal die Details an hier. Enton, Sepa, Lapras am Rand, Shillock. Oh, sowas ist wieder voll cool. Oben wieder Zuschauer, das finde ich auch voll cool, dass Zuschauer da sind.
Ja, und jetzt kann ich... Huch! Ach, so ist das. Ach, wie cool. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt... Bitte was? Bitte was? Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Gräten nass machen. Ja, gut. Schönheit Lilly. Na, so schön bist du auch wieder nicht, ne? Dein Name ist schön. Oh, Goldini. Selbst das ist schöner als du. Mirapla, let's go. Zeigen wir es ihr. Oh, warte. Man kann anfeuern. Pikachu feuert euch an. Jetzt hier, bam, einfach nochmal die Werte überpowern, ne? Muss ja sein. Wir sind ja eh nicht schon stark wie sonst noch was. Alter, wie einfach alle Werte steigen. Das ist so furchtbar. Gut, Absorber. Dann absorbieren wir mal diesen Fisch. Alter! Ja gut! Ich würde sagen, Misty ist sowas von in der Tasche. Pikachu Level 17 auch noch. Blubber, blubber. Blubber, blubber, Bläschen! Wer... Ja gut. Als nächstes kommst du dran. Du willst gegen mich kämpfen? Dann pass lieber auf, ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Die Wortspiele sind fantastisch. Violet, das ist ein schöner Name. Das finde ich übrigens auch nicht so toll. Was ist, wenn man eine Challenge macht und man kann das Ganze auch unter Level 15 sich erschaffen? Bin nicht so zufrieden mit diesem Zwang. Ja, ich verstehe das schon. Das ist schon... Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Das ist richtig. Oh, Alter. Muschers! Mhm. Bye-bye, Gecko sollte wissen, warum ich... Gecko sollte wissen, warum ich gehe. Weiß ich das denn? Jetzt bin ich klatschnass. Du bist ja auch in den Pool gesprungen, du Nudelkopf. Durch die bitteren Tränen meiner Niederlage ist das Wasser im Pool ganz salzig geworden. Übertreib! Mädel. Poetische, sonst noch was? Aber auf jeden Fall... Ja, ich sollte bald aufhören zu streamen. Auf Wiedersehen, Horizius. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zusehen, ja. Und hab noch einen wunderschönen Nachmittag. Oh, bis zum nächsten Mal. Hast du diesen Sprung eben gesehen? Oh nein, tatsächlich nicht. Ich musste hier gerade mit dem Chat interagieren. Aber der war bestimmt eh nicht so. Der war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Sicher. Sichi. Bestimmt. So. Daisy. Mhm. Oh, Jurob, gib mir das. Cool, ich will jetzt einen Jurob haben. So, Mirapla, ne, das kriegen wir hin. Ich hätte gerne Luflo, so allmählich. Oh, Wasserdüse. Ui. Das kam unerwartet. Aber so schwach wie immer, das ist natürlich klar. Huch. Mirapla. Kannst du vielleicht ein bisschen stärker saugen? Saug an seinem Horn. Los geht's. Kopflos. Oha. Aua. Was ist denn jetzt los? Die ist ja plötzlich stark. Na, sowas. Ist so random. Urplötzlich sind Trainer ein bisschen stärker. Oft fetzt man sie einfach weg, aber... Das ist so merkwürdig. Als hätten sie sich nicht für ein Balancing entscheiden können, irgendwie. Das kommt ein bisschen seltsam manchmal. Hm. Was? Zurückgeschreckt auch noch. Ja, fantastisch. Alles klar, dann setze ich jetzt... Pikachu! Komm zurück! Warum setzt die Wasserdüse ein, wenn sie so oder so schneller ist? Falls sie nicht schlau ist. Das weiß auch nicht. Gut, jetzt war es natürlich sinnvoll. Donnerschock, los. Das war's. Das war's. Das war's für dein Jurob, ne? Doch, wenn ich Jurob echt mag. Mirapla erreicht Level 17. Fantastisch.
deine Pokémon verdienen eine Goldmedaille. Auch Dankeschön. Jawohl. Der Pool dieser Arena ist mit Meerwasser gefüllt. Was? Boah, geil. Ein Pool mit Meerwasser. Das ist ja mega Luxus. Das ist ja mega geil. Boah, das. In so einem Pool würde ich echt auch gerne schwimmen. Mit Meerwasser gefüllt. Das ist ja echt krass. Die Misty, ne? Ganz extravagant, ganz hier, ne? Muss natürlich was Eigenes haben. So ein Pool mit Meerwasser. Natürlich. Ne, das ist echt cool. So. Leute, wir machen hier nur noch Azuria City durch. 6 Stunden bald. Ja, das soll dann reichen, oder? Bisschen die Arena noch. Den Azuria Cup oben. Was wäre denn dann der nächste Halt? Ist der nächste Halt Orania City? Das ist auf jeden Fall der dritte Orden. Ja doch, klar. Ja, cool. Cool. Ich glaube, das mache ich heute nicht mehr. Ich bin langsam wieder langsam fertig. So allmählich. Dass ich sowieso 6 Stunden schaffe, ist bemerkenswert. Deswegen... Na, das soll dann reichen für heute. Also machen wir in dem Fall noch... Ja, Flux die Arena, wenn wir eh schon dabei waren.